Thema, was eigentlich hätte im Wahlkampf, 4 Tage ist ja noch bis zur Bundestagswahl, vielleicht kommt das noch irgendwie vor. Ich weiß ja nicht, wie ihr das ja findet, aber ich, ja, also ist egal. Wir kommen zum Thema Armut nämlich, denn in dieser Wahlperiode ist natürlich auch klar, das hat mit Arbeit und natürlich für alleinerziehende Väter und Mütter halt auch geradewegs nicht gut ausgesehen. Und in dieser abgelaufenen Wahlperiode ist auch nun nach einem Medienbericht des Redaktionsnetzwerks Deutschlands nämlich rausgekommen, dass die Situation für alleinstehende Hartz-IV-Empfänger sich nur leicht verbessert hat. Nicht perfekt, auch nur leicht. Wir wissen ja seit dem Wochenende, dass ja Armin Laschet ja gesagt hat, Hartz IV ist kein Beruf. Als würden wir das nicht wissen, seitdem es Hartz IV gibt. Wie lange gibt es Hartz IV? Seit 16 Jahren. Also wir wissen das, Herr Ministerpräsident. Also Sie brauchen uns da natürlich nicht nochmal Geschichtsstunde zu geben. So blöd sind wir nun auch wieder nicht. Die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, kurz RND, haben nämlich unter Berufung auf die Antwort der Bundesregierung, nämlich auf eine parlamentarische Anfrage der Fraktion Die Linke nämlich, das beantwortet. So ist die Zahl mit rund 1 Million Familien weiter auf einem sehr hohen Niveau, die nämlich alleinerziehend sind und Hartz IV beziehen. Dem Bericht zufolge, Familien sind natürlich auch Mutter, Vater, nicht nur getrennt, sondern auch, so wollte ich das sagen, dem Bericht zufolge weist auch die Bundesagentur für Arbeit für den Mai 2021, wir haben September, also es ist jetzt schon 4 Monate her, rund 498.000 sogenannte alleinerziehende Bedarfsgemeinschaften auf. Also alleinerziehende heißt natürlich Mutter oder Vater, ne, mit Kind. 1, 2 oder 3. Damit sind rund ein Drittel aller Haushalte von Alleinerziehenden mit minderjährigen Kindern auf das Arbeitslosengeld II, was ja viele Hartz IV nennen, angewiesen. Im Jahr 2018 unter anderem gab es knapp 558.000 alleinerziehende Eltern mit Hartz IV-Bezug. Vor 2 Jahren waren es 527.000, im vergangenen Jahr waren es 510.000. Die Zahl geht zurück, aber nicht so schnell, wie man es bei den Linken zum Beispiel erwartet. Dietmar Bartsch, der Fraktionsvorsitzende der Linken, kritisierte, dass die Bundesregierung überhaupt nichts für Alleinerziehende etwas gemacht hat. Die Betreuungsangebote reichten oft nicht aus, um Job und Kinder zu vereinbaren. Bartsch sagte dazu, alleinerziehende Familien in Hartz IV wurden nicht nur in der Corona-Krise weitestgehend vergessen, sondern auch in diesem Wahlkampf. Man muss es auch wirklich so sagen, denn vor allem, wie gesagt, das Thema Armut wird kaum erwähnt. Es wird Hartz IV erwähnt, dass SPD und Grüne Hartz IV gerne durch ein Bürgergeld oder durch ein, ja, wir nennen es mal Grundeinkommen oder durch einen entsprechenden Betrag für alle ersetzt wird oder dass natürlich vorübergehend erstmal, bis das alles geklärt ist, Hartz IV erstmal erhöht wird. Das will man natürlich machen. Die CDU will das Ganze natürlich lassen. Stichwort Hartz IV ist kein Beruf. Und Bartsch forderte nun auch auf, nämlich die Kanzlerkandidaten oder zumindest die Spitzenkandidaten von SPD und Grünen, in dem Falle halt natürlich Olaf Scholz und Annalena Baerbock auf, die Einführung einer armutsfesten Grundsicherung zur Bedingung für eine Koalition zu erklären. Also da schielt die Linke auch noch so ein bisschen auf Möglichkeiten bei einer möglichen rot-rot-grünen Koalition. Ja. Natürlich, klar, andere Themen müssten auch besprochen werden. Hier geht es jetzt erstmal um das Thema Armut und auch alleinerziehende Eltern in Hartz IV, beziehungsweise ja, alleinerziehende Elternteile in Hartz IV. Und er sagte natürlich auch, eine eventuelle Mitte-Links-Regierung muss eine Politik der Nulltoleranz gegen Armut sein, Armut machen, so Bartsch weiter. Der Regelsatz wird ja jährlich neu festgelegt. Letzte Woche ist ja bekannt geworden, dass ja der Hartz-IV-Satz ja auch steigen wird. Um gute 3 Euro nämlich. Und die Bundesregierung stützt sich bei der Berechnung des Ganzen auf einen fiktiven Korb von Waren und Dienstleistungen, die aus ihrer Sicht für das Existenzminimum notwendig sind. So kriegt zum Beispiel, ich habe es jetzt leider vergessen, ein Hartz-IV-Empfänger auch so um die 446 Euro, andere wiederum so um die 400 Euro. Das ist ja immer von Situation immer unterschiedlich. Und natürlich, klar, Linke und Grüne sehen das natürlich auch als, sagen wir mal, viel zu wenig an. Klar ist ja auch, dass Linke und Grüne, so aber auch natürlich die SPD, die ja Hartz IV ja eigentlich reingebracht hat. Grüße an dieser Stelle an den ältesten Influencer Deutschlands, Gerhard Schröder, der das Ganze dann natürlich auch klar gemacht hat. Aber dennoch, klar ist, Hartz IV ist kein Lebensstandard und Hartz IV ist, man muss es auch so sagen, wie es ist,
wirklich kein Beruf. Wir wissen es, Herr Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen. Aber klar ist halt auch, wer in Hartz IV lebt, der wird auch weiterhin in Hartz IV bleiben, beziehungsweise es schwierig haben, natürlich auch seine Kinder dort zu, ja, erziehen, ernähren und aufzuwachsen. Deswegen den Kindern muss dort dringend geholfen werden.